Man kann sich beispielsweise sagen, nun gut, sie sind ein Fixstern, eine Protea, die man nie erreichen, nie berühren, sondern bestenfalls durchtunneln kann. Sie werden mich für ihr Projektziel verraten, ausbeuten, missbrauchen, glauben machen, dass da Begegnung und Berührung zustande gekommen wäre. Aber ich muss nicht zu denen gehören, die sie dafür, für diesen Verrat, für diese Ausbeutung, für diese Demütigung, für die ihnen zugefügten Demütigungen, die Rückforderungsansprüche, die Rückversicherungsanstalten, die Religiones, die magischen Vorstellungen. Ich muss sie dafür nicht auch verraten und bestrafen und bekämpfen und auslöschen und bekriegen und unterwerfen und obsedieren und einpferchen und zurechtbiegen wollen in mein eigenes Weltbeherrschungsmachtprinzip der Katara, dieses Elends und Schmutzes der Welt. Ich muss sie also nicht in diese Dialektik des Anaximander, der ewig sich bekämpfenden dicken Dinger des Seins einbiegen, sondern ich kann genauso gut in einem Stell dich ein mit ihnen, sie dem Drittprojekt vorstellen, dieser Unmöglichkeits- durch Unmöglichkeitsaufhebungskonstruktion des Seins jenseits von polaren Kämpfen, Kriegen, Projektverfechtungen, Interessensbekundungen, Hinterlistsbezeugungen und so weiter. Das eröffnet also völlig neue Möglichkeiten.